Okay, dann wollen wir mal gucken, was das Update so gebracht hat. Ich hoffe ja mal ein paar Performance Improvements. Meine, wir laufen schon auf. Was ist hier drauf? Ich glaube, die benutzen das AMD FSA. Bin mir nicht 100% sicher. Oh Gott. Stimmt, ich war im Wald. Ich habe meine Rüstung geupgradet bei der Ferry. Da war was. Was war der Plan für heute? Ich habe keine Ahnung. Ich würde immer noch gern Schildslide-Stuff machen, aber ich weiß nicht genau wo. Irgendwo hinten in der Winter-Area. Was weiß ich, ich glaube, wir gehen danach suchen. Let's do this. So. Wow, der viel zu viel Smoover. Kann er eben Schildslide? Ja, I cannot Schildslide right now. Need to unlock it. The question is wo? Ich weiß, da war der Typ. Vielleicht habe ich ja nicht gemerkt, stimmt. Hier oben war der Typ mit Schildslide-Stuff. Now the real question is, where to unlock Shield. Ich glaube, es ist Shield Surf. Shield Surf. Zelda, Tears of the Kingdom. You can Shield Surf on any shield you pick up as soon as the grid. Okay, Shield Surf may be a bit good. How the fuck do you Shield Surf? Steht natürlich nirgendwo. Wo ist das? Wie ist überhaupt der Input? Because I don't. A afterwards jump. Okay. So it's basically. Da haben wir einen Crash Shield, was wir notfalls wegschmeißen können. Sure, did one. Okay, so you walk forward, press this. Oh, okay. So you don't need to unlock this. You can just. Oh, okay. So viel zu der Quest. Das Lustige ist, habe ich jetzt die Aktion freigeschaltet? Ah, warte, wo war Aktionsstoff? Du gehst mal eben wieder weg. Wupp, wupp. Was hier irgendwo? I can't. Okay. Was haben wir denn überhaupt auf? Wir können eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, könnten wir uns ja mal hier an die lustigen Tüftler-Teleporter da oben. Fünf verschiedene Monstertypen. Das ist der Staff und der Hateno. Richtig, Suche nach Wahrheit. Das ist das goldene Pferd und das Hühnerorakel. Are we doing the Hühnerorakel-Staff? I think we are doing Hühner-Orakel-Stuff. Aber die Ruinen könnte ich auch untersuchen. Boah, es ist so viel zu tun in diesem Spiel. Der Wahnsinn. Nachricht aus uralter Zeit. Mache 12 Fotos von den komischen Steintafeln. Kogas Pläne. Und das haben wir fertig. Okay. Was haben wir hier? Angriff auf die Vorräte. Wo ist das? Bei einem Transport. Oh, das ist auf der ganz anderen Seite. Sure, let's take this. Ich meine, ich könnte auch einfach Richtung Zora Stuff gehen und dann da kann man nicht importen. Wo ist denn das? Oh ja, das wäre ein kleiner Walk, ja. Ist hier nichts in der Gegend zum Porten? Überhaupt gar nichts. Da ist die Ferry.
Das heißt, hier am Stall müsste doch eine Quest für die Fairy sein. Außer ich muss zuerst die goldene Zelda-Pferd-Quest machen. Das wäre natürlich nicht so geil. Wobei, wie sieht meine Bogensituation aus? Achso, ja, mir ist kalt, weil... Oh, stimmt, ich kann hier ja nicht mal mein gutes Gear tragen. Ich muss hier ja Antifrost-Gear tragen. Du kriegst keine Quest? Ja, du bist goldenes Pferd. Hi. Ja, guck mal, die sind jetzt zusammen. Okay. Ja, die große Fee ist da hinten, ja, das weiß ich. Dein Ding hat kein Dach, ne? Okay. Ein Dach für die Fee. Dann gehen wir die Fee nochmal ein Dach. Ah, wenn kriegst du ein großes Dach. Geht wahrscheinlich nicht, weil das nicht Volldach ist. Okay. Schicke. Perfekt. Hey, du hast ein Dach? Ja, ja, ja. Cool, ne? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Alle an Bord. Ja, ja. Links rum zum Berg? Ich brauche ein Pferd. Hi. Oh. Ich würde gern das abholen. Oh. Perfekt. Oh. Wo seid ihr hier drüben? Okay. Pferd. Nö, 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 nö. Come on. Du stellst dich an, weil... Wirklich. Du stellst dich an, weil deine Planke liegt. Als Pferd. Du kannst einfach drüber steppen. Mögen wir jetzt hier lang gehen? Oh, guck mal, geht doch. Pferde in diesem Spiel sind einfach redonkulos. So, du bleibst mal hier. Perfekt. So. Jetzt noch nicht, wie ich wieder hoch auf den Berg kriege. Ich versuche schon irgendwie passen. Come on, nimm die an. Ha.
zerschießt mir bitte nicht das Kart. Alles gut. Nein, nein, ihr fallt nicht. Alles gut hier. Perfekt. Oi! Ja, ja. Wir können einfach, weißt du was, wir gehen jetzt erstmal, wir gucken jetzt erstmal, ob wir alle Fairies angelockt kriegen. Die sind alle so absurd stylisch. Jahoho! Warum klingt der so ein bisschen wie Mario? So. Ja, ja. Bitte ein kleines bisschen. Gibt mir noch jedes Mal Money? I'm totally down for this. Ja, ja. Oh. Okay. Die machen also ihre Tour weiter, bis die alle rausgeholt haben. Okay, das heißt, zwei habe ich noch, ne? Ja, es gibt vier. Ja, ja. Aber interessant, dass ich das die eine Quest machen musste, um die Quest jetzt überhaupt zu anlocken. Mhm. Frisst direkt Moblin-Herzen. Ja. Verstärkt den mal. Ja, cute. Kriegst du mehrere Teile eines Sets, die Ratszorn verstärkt wurden, manifestiert sich die geheimnisvolle Kraft. I would really like to do this, aber ich habe weder Fledermausaugen noch Moblin-Herzen. Okay. Bleib schnuckelig. Okay, this one is done. Wo ist mein Pferd? Ich hab mein Pferd wieder mitgenommen, ja? Nee, das ist ja cool. Weil nur die Real Question. We try to fight this fucker. Was sagen denn meine Bögen? Ich habe einen Sonium-Bogen, der keiner mehr ist. Da habe ich einen 24. Ich habe nur noch 37 Pfeile. Das ist eher mehr. Dann kann man eben hier hin zurück. Ich brauche halt mehr Pfeile. Holy moly, ey. Meine Tour durch den Untergrund hat mich halt irgendwie so fast 200 Pfeile gekostet, gefühlt. War jetzt nicht so geil. Guck mal, jetzt ist doch bestimmt ein Händler. Hier ist immer ein Händler. Brauche ich Fitkröten?
auch irgendwelche Kröten für eine Quest, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Fit-Kröten sind. Ja, ja. Schon, nehmen wir halt Fit-Kröten. Dann kann ich irgendwas verkaufen. Und dann habe ich die sortiert nach Krieg. Let's go. Habe ich irgendwas Neues gefunden? Oh, das sieht sehr, sehr mager aus, ja. Dann nehmen wir die 11 Opale. Solange ich die nicht weiterverarbeiten kann, kann ich die halt gefühlt alle verkaufen. Das ist halt nicht so tragisch. Okay, let's see. Ich hab Food, ne? Ich hab ein bisschen Food. Ich bräuchte halt so Eisshit, ne? Ja. Hilft mir Kälteschutz wirklich gegen das Vieh? I don't know. Ja, bevor ich da jetzt nicht dran probiere, werde ich definitiv speichern. Könnte mich genauso gut ein absoluter Schuss im Ofen sein. Ich meine, ich könnte mir so Pseudo... Das ist eigentlich eine interessante Idee. Kann ich mir so Pseudo... Anti... Irgendwas Kram bauen? Das ist das Eiseffekt, ne? Ich meine, das Ding ist Eis. Ich gehe nicht davon aus, dass das gegen Eis schwach ist. Ich meine, ich habe einen Golem-Kopf. Das wäre Auto-Aim. Plus Laser. Wenn ich irgendwo eine Gacha-Machine für Golem-Köpfe finden würde, maybe. Habe ich Springs? Da. Ja, ich habe das Gefühl, Spring ist definitiv worth it. Wait a second. Dümmste Idee aller Zeiten, das wird nie im Leben funktionieren. Hey Marcel. Come on, okay. Yep. Wie wär's, wenn wir eigentlich eine Waffe ausrüsten? Meine Feuerdinger da. Mein Schaden ist gefühlt nicht vorhanden. Ich meine, wie viel Damage muss ich denn bitte haben, um das Vieh irgendwie zu killen? Wirklich.
Kopf besseren Damage. Maybe muss ich direkt den Kopf schlagen. Das ist eine gute Idee, ob ich das freue. Dass ich sagen, besseren Damage. Bin ganz davon abgesehen, dass mir gerade alle Waffen zerbrechen. Ah, that's not worth it. Okay. That's not worth it fighting this. Need better weapons und vielleicht ein Damage Buff oder zwei Damage Buff. Ja, sind halt Crit-Hits, aber hast du dir mal einen Damage angeguckt? Da gehen mir ja eher alle Waffen kaputt, bevor ich den irgendwie ansatzweise tot hab. Das ist so gerade mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist gerade schlichtweg Damage. Na gut, wenn das nicht funktioniert, dann gucken wir uns doch mal das Monster-Ding da an. Ich meine, ich könnte halt... ich brauche auf jeden Fall irgendeinen Damage-Buff für die. Also schadenstechnisch ist das halt ein Witz. Man runter kriegt die relativ schnell, aber... war es halt auch schon wieder. In general habe ich gerade nicht viele Waffen, oder? Viel zum Basteln, aber wenn die bleiben, Druckwelle, okay. Schnelleres Aufladen. Ich könnte einfach mal wieder ein paar Waffen basteln. Oder ich könnte einfach einen Golem-Kopf-Gacha finden und bastel mir einfach Lasertürme, die ich überall aufstelle. Die den dann zu Tode lasern. Wobei ich weiß gar nicht mal, ob Laser so gut sind. Flammenwerfer können auch funktionieren. Ja, let's try this one here instead. Monster Camp hier. Wenn ich hier fighte, kann ich ja. Hier, du machst ja auch Damage, ne? Let's go. Das hier? Shield lohnt nicht. Die Waffentasche ist voll, ja, mit Trash-Waffen. Das kriegt plus von Sonarium-Stuff. Let's see. Das ist plus 15. Das sind 27.
Ist 22 plus 17. Das ist 217. Hast du das nicht auf den Boden geschmissen? Ritterschild. Die Ritterschilde waren immer relativ decent. Lass mich mal das hier drauf. Was? Von wo? Der Fuck hat mich gesniped. Ich habe ein explosives Fass und ich werde es einsetzen. Jetzt raus oder nicht? Ich weiß nicht, was die da machen, aber die haben anscheinend Spaß. Guck mal, deine DMs, ich sehe meine DMs. Aber was soll ich dir sagen? Ich bin gerade so ein bisschen. Darf einfalten. War nicht so einfach. Der kriegt Schaden, weil er on fire ist. Der über. Okay, ihr beschäftigt den. Ich hole mal eben hier so ein extra Fass. Komm mir nicht zu nah, ich bin bewaffnet. Funktioniert. Das sind mir geschickt. Ist es so overpowered? What the fuck? Achso, ist das Laser Tower? Das I have heard shit about Laser Tower. I'm fucking ridiculous. Ist heute so wobbly, dass ich mich nicht wirklich traue, links neben mir aufzumachen. Weil wahrscheinlich sonst das Internet komplett zusammenbricht. It is. Ja. Ich habe schon gesehen, ich habe Videos gesehen von Leuten, die Viecher gefightet haben und die haben einfach voll überall so Turrets mit diesen komischen Auto-Aim-Dingern aufgestellt. Und die sind ja gefühlt nur durch die Gegend gefahren und haben alles weggerutzt. Weil die Turrets total broken sind. Das Problem ist, ich habe halt keine, kein Dings, keine Gacha-Maschine für die Golem Headset. 19er Hammer. Mit hoher Haltbarkeit.
Oh ja, bitte mehr Pfeile. Ich brauche definitiv mehr Pfeile. Ganz schön ist auch okay. Was ist in euch drin? Sind in euch noch Pfeile drin? Oder gar nichts? Okay. Mal ein Pfeil. Das Gefühl ist ja Mastercraft aus Zelda. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich habe irgendwie nichts anderes erwartet. Schneeball Zweihänder, ja, der funktioniert bestimmt gut. Weil am Ende des Tages ist Ultra Hand halt the most overused and the most broken shit in this game. Das ist eine blöde Idee. Das ist es. Questcaster annehmen. Sonst nichts. Ach, da liegt noch was. Ja, ich benutze diesen Modus inzwischen eher zum Item-Scannen als alles andere, ne? I guess this one is clear then. Ich meine, es lässt dir halt die Option, wie du spielst. Ne? Du kannst natürlich irgendwelche cheesy Tower bauen oder du kannst halt versuchen, das Zelda-Style zu spielen. Das ist halt dir überlassen. Es ist halt dann doch relativ offen, was das angeht, ne? Muss man den ja lassen. Also wenn es darum geht, ne, hey, was ist das kreativste Zelda-Gedönse? Das hier ist definitiv kreativ AF. Definitiv Mecha bauen. Ja, wie gesagt, mir fehlt so ein Golem-Head-Ding, weil sonst muss ich die Laser alle manuell manuell steuern und mit dem Golem-Head sind die halt einfach Auto-Target. Und das wäre viel cooler. Da ist die andere Fairy. Welcher Stall passt zu dir? Ist hier unten noch ein Stall, den ich noch nicht kenne? Weil ich habe da kein Problem, irgendeinen Mecha zu bauen. Überhaupt gar nicht. Gar keinen Vertrag mit. Aber dafür muss man halt auch erstmal die Parts zusammenkriegen. Ich meine, die Restparts habe ich alle. Oh Gott, das ist der lustige Stein hier gewesen. Wo ist denn der nächste Stall hier in der Nähe? Der nächste Stall. Das ist nicht der nächste Stall. Hier ist wahrscheinlich noch einer. Oh stimmt, hier waren die Äpfel. Was ist eigentlich hier? Wo ist das Krachtentechnik? Come on, das war meilenweit unter mir. Komm her, Glühbirnchen. Stell dich nicht so an. Okay, hast gewonnen. Und da ist der komische Park oder was auch immer das ist. Na, let's see, sehen wir hier irgendwas? Da oben ist was auch immer das ist. Ich sehe jetzt nicht wirklich den Rauch von dem Stall. Gehen wir erstmal da hoch und gucken, was da drauf ist. Die Overworld Performance ist nach dem Patch definitiv besser. Definitiv. Auf definitiv nicht mehr in das Problem, wo wenn ich die Kamera drehe, ich das Gefühl habe, dass das Spiel auf 20 FPS geht. Ultra Hand Fix. Ultra Hand scheint auch ein bisschen smoother zu sein. Erstaunlich, was du mit Upscaling heutzutage alles machen kannst.
Wenn da... Wir können, guck mal, da ist ein Schrein und da ist Dings. Das heißt... Ja, das wird der Stall sein für die Fairy. Okay. What? Wirklich? Ich hab, hier ist ja gar nichts. Oh, jetzt schon Blood Moon? Okay. Er klettert nicht hoch, ne? Oh no. Ich krieg dieses eine Edelwild nicht gelootet. Das macht mich wahnsinnig. Shut up, Zelda, wir wissen. Jetzt sag mir nicht bitte, die sind hier oben direkt respawned, direkt neben mir. Hey. Was ist der? Respawned? Guten Tag. Okay. Hab ich gesagt, will ich hin da lang, ne? Ja, da hinten ist der Schein. Bleib hier, mein süßer Lied. Okay. Welche Richtung? Ne, doch, die Richtung. Neat. Ich bin heute so in so einem richtigen, ich will Enemies fighten Modus. Ich weiß auch nicht warum. Oh, du bist so ein Vieh, hä? Oh mein Gott, der Arme. Wo sind Augen? Das wollte ich gar nicht dranbacken. Ich hab zu viel im Inventar. Da sind Augen.
So viel Stuff, der hier rumliegt. Au. Und bitte nicht irgendwelchen Scheiß nach mir schmeißen. Das wäre sehr freundlich. Wirklich? Ich gehe einfach durch dich durch. Wenn der Stoff macht, ist echt billig geworden. Da ist nichts mehr, okay. So viel Stuff, den ich hier krieg. Okay. Ah, das ist nice. So. Ich bin heute echt in einem Fighting-Mode, sure. Normalerweise hätte ich das viel einfach ignoriert, aber heute ist so lang, ne? Jetzt du. Mit dem Pilz. Wieso taucht ihr jetzt alle auf? Axt wäre es halt 10-mal besser. Oh boy, ihr. Wo sind Feuerfrüchte? Das was ich kann einfach nach ganz vorne. Bitte warten. Bitte warten. Und dann kann ich einfach nach sortiert. Richtig. Oh, richtig, es regnet. Das ist natürlich schlecht. I guess this one? Das scheint ganz gut zu funktionieren. Das Krogwedel nicht eine Waffe? No, it's not. Oh, Krogwedel sind keine Waffen mehr, okay. Okay.
Wüsste gerne, was das beste Set ist. Ich meine, ich habe das eine Set gefunden. Ich habe ein Set mit einem Part Angriffsbonus. Aber ich weiß halt auch nicht, was. Oh Gott. Schreine, nein, ja, ich weiß auch, wo der ist. Was hast du hier? Okay. Ja, ja, ich höre den schon. Alles gut. Sollte mehr als halten. Sollte. Und jetzt kippt das über den drüber. Pass auf. Na, hält unten fest. Gib mir meine 20 Rubine. Mein Random Food. Und meine Bombe. Bitte gib mir Bombe und nicht irgendwie. Nicht Übernachtung. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die benutze. Das ist halt super ätzend. Oh, Schrein ist da in der Nähe. Bambi, deine Mutter ist tot. How am I supposed to get up there? Ich habe eine Idee. Und zwar habe ich gesehen, es gibt angeblich so ein ultimatives Gefährt, was man basteln kann aus zwei Ventilatoren und einem von dem Dingern. Und zwar ist die Idee, dass du. Oh Gott, wie war das? Du legst einen Ventilator so. Und dann packst du den irgendwie. Nee, richtig. Richtig, ich erinnere mich. Dann nimmst du den und anstatt den drauf zu kleben, winkelst du den an. Dann ziehst du den nach hier. Aber der liegt falsch rum. Du musst die irgendwie in so einem komischen Winkel anbringen. Beides. War nicht so. How the fuck was it? Das sieht halt so ridiculous aus, das funktioniert nie im Leben. Ja.
Ein bisschen hacklastig, aber es funktioniert. Okay. Braucht noch ein bisschen Improvements. Hurok? Nothing. Okay. Was haben wir denn hier drin? Ich frage mich, kannst du hier drin Vorlagen benutzen? Das wäre ja fucking stupid. Das wäre omega stupid. Ich habe immer noch nicht geguckt, wer da in der Mitte ist. Und das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kolosseum. Gute Führung. Ach du Scheiße, what is this? What am I even looking at? Eine Platte. Zwei Platten und ein Dings. Was ist mein Ziel hier überhaupt? Ich realisiere gar nichts. Okay, also das Ziel ist es, den Ball da reinzukriegen. Okay. Er rollt von da. Far into nothingness. Lass mal den Kram jetzt erstmal liegen. Ich muss mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Ich hab die Chest da oben drauf. Da war doch erst die Chest, okay. So, Ventilator schon. Jetzt mal gucken, wo der Chest ist. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal. Die Idee ist, da irgendwas hinzuklappen. Kann ich von hier aus den Kram grabben? Nö, den bräuchte ich aber hier irgendwie. Also das Ding müsste da... Kann ich nicht einfach hochschieben? Okay, wenn ich einmal den Rhythmus habe, ist das immer der Rhythmus. Ich meine, das geht danach da und dann sollte das eigentlich da. Ich könnte auch einfach das Ding stoppen, oder? Das kann ich ja grabben. Kann ich das grabben? Okay, das wird gehen. Mal eben ein bisschen von Hand nachhelfen, ne? Okay, dich haben wir dann da schon mal. Das wäre schon mal viel wert. Ja, dann... Gib mir mal eine Platte. Können wir einfach mal. Ja,
Komm mal her. Ich glaube, ich bastel das mal eben hier auf dem Trockner, bevor ich das da festmache. Okay, da habe ich jetzt nicht dran nachgedacht. Natürlich spawnt der Kran jetzt da drüben. Wie bin ich da eben hochgekommen? Ist der eben tiefer gefahren? Ich meine, so wie der sitzt, ne? Kann man vielleicht sogar... Wahrscheinlich. Jank. Du hattest die Hand doch schon an der Kante, Link. Was ist los? Link hat zu viel Speiseöl gehabt heute oder was ist die Sache? Okay, also. Die Idee, das da reinzustecken, ist gut. Das Problem ist nur, ich muss aufpassen. Höhentlich nicht. Perfect. Look at this. Excuse me? Warum? Okay. Also ich bin jetzt fest davon ausgegangen, dass das so funktioniert. Ich bin gerade ein bisschen flabbergastet, dass das so nicht funktioniert. Vielleicht hat es ein bisschen zu sehr geschliffen. Okay, ich muss actually ins Nichts springen, weil ich habe keine Ressourcen mehr. Das ist ein bisschen sehr finicky for no reason. Vielleicht gibt es auch eine andere Lösung, die viel einfacher ist als das, was ich hier probiere. Ich hätte gerne meine Steaks wieder. Gib mir hier mal bitte meine lustigen Nägel. Was? Hier unten konnte ich die ziehen, richtig? Das ist ja weird, das ist shit. Überhaupt nicht janky.
Vielleicht, wenn ich zwei Steaks miteinander verbinde. Also den quasi nicht ganz reinhauen. Das war der Trick. Ich hab zu kompliziert gedacht mit der Platte. Hey! We got it somehow. Zwei komplette Upgrades. Das ist eine Idee.